Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Jasmin Zipperling, viele nennen mich Zippi. Und auch in diesem Video dreht es sich um die Autorinnenzeit, die verlinke ich euch wieder unten in der Infobox zum Nachlesen. Ich habe mir gedacht, ich weise euch heute mal auf ein paar Autorinnenkolleginnen hin, die ihr Wissen teilen. Also ich habe da mittlerweile schon einige Erfahrungen gesammelt und habe schon von vielen Kolleginnen was lernen dürfen. Und ja, die zeige ich euch jetzt mal. Wir beginnen mal mit Astrid Rösel. Astrid ist selbst Autorin und zwar eine sehr vielfältige. In ihr Repertoire gehören unter anderem Kurzgeschichten, Fachartikel, aber auch Hörspiele. Sie gibt auch Schreibseminare. Mir zum Beispiel hat sie schon jede Menge über Kinderbücher beigebracht. Jede Menge. Schaut euch ruhig mal auf ihrer Homepage um und achtet vor allem auf die Schreibreisen, die sie anbietet. Was ich zum Beispiel total faszinierend finde, ist, mit Astrid könnt ihr nach Island fliegen, um dort mit ihr zu schreiben. Also vielleicht erinnert ihr euch an die Europameisterschaft 2016, da gab es doch dieses coole Team, das am Anfang immer diesen Wikinger-Tanz vorgeführt hat. Das waren die Isländer, die da so gute Stimmung verbreitet haben. Und abgesehen von dem coolsten Fußballteam der Welt, ist Island auch einfach ein wunderschönes Land. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es sehr bereichernd ist, dort zu schreiben. Und Astrid wird euch auch die Liebe zu diesem Land sehr gut vermitteln können. Als nächstes wäre da Anke Gasch. Anke ist freie Lektorin, sie ist Autorin und sie ist die Chefredakteurin der Federwelt. Das ist eine ganz tolle Fachzeitschrift für Autorinnen und Autoren. Die Infos dazu verlinke ich euch natürlich auch unten in der Infobox. Warum es mir jetzt ein Anliegen ist, hier Anke zu nennen, das hat für mich persönlich eine besondere Bedeutung. Und zwar, das ist schon ein paar Jahre her, aber da hat sie etwas, wie ich finde, Unglaubliches für mich getan. Also, wie gesagt, ist ein paar Jahre her. Ich hatte gerade wieder eine Absage von einem Verlag bekommen für mein allererstes Kinderbuch. Damals wusste ich noch absolut niente über Kinderbücher. Und ich habe einfach nicht verstanden, was ist deren Problem? Ja, erkennen die Genialität meines Werkes nicht? Und Anke kannte mich damals noch nicht, aber sie hat sich trotzdem bereit erklärt, mit mir, einer für sie wildfremden Person, zu telefonieren und mir ganz viel zu erklären, worauf es ankommt. Also sie hat sich wirklich 45 Minuten Zeit genommen und hat mir ganz viele grundlegende Dinge zum Thema Schreiben erklärt. Und danach habe ich dann auch gleich verstanden, warum die Verlage mein Buch nicht wollten. Aber das war ein ganz entscheidender Wendepunkt für mich. Wenn Anke sich damals die Zeit nicht für mich genommen hätte, wenn ich durch dieses Telefonat nicht so viele Dinge begriffen hätte, ich weiß nicht, ob ich heute schreiben würde. Also ist Anke in meinem Schriftstellerinnen-Werdegang auf jeden Fall eine wichtige Person, ohne die einiges anders gelaufen wäre. Und wenn ihr mal die Gelegenheit habt, sie auf der Messe zu treffen oder auch mal mit ihr zusammenzuarbeiten, weil ihr zum Beispiel einen Artikel für die Federwelt schreibt oder so, dann kann ich euch dazu nur beglückwünschen. Grüßt sie lieb von mir und sie ist auf jeden Fall ein sehr netter Mensch und ja, ich kann es euch nur wünschen, dass ihr mal mit Anke Gasch zu tun habt. Annika, Schätzelein, ich hab dich nicht vergessen. Die Rede ist natürlich von Annika Bühnemann, meiner Annika. Sie macht ganz tolle YouTube-Videos. In den einen begleiten wir sie in ihrem Alltag oder auch mal auf Veranstaltungen wie zum Beispiel die Leipziger oder die Frankfurter Buchmesse. Und ansonsten macht sie auch, ich will mal sagen, Fachvideos, in denen es ums Schreiben und Veröffentlichen geht. Also ich finde die ganz toll, ich gucke mir die auch immer gerne an. Annika war auch die Person, die es geschafft hat, mir die Heldenreise so zu erklären, dass ich es endlich kapiert habe. Mir waren diese Überschriften von den einzelnen Stufen immer zu abstrakt. Ich konnte das nicht an der Geschichte festmachen. Als Annika mir das dann aber anhand von Harry Potter erklärt hat, da hat es dann endlich Klick gemacht und dann habe ich es auch verstanden.
Denn das ist ja auch das Tolle, wenn sie was erklärt, sie macht das immer sehr anschaulich, nicht so abstrakt oder übermäßig intellektuell, sondern immer so, dass man es verstehen kann und vor allem schön strukturiert. Ich brauche ja auf jeden Fall eine Struktur, ich kann mit Chaos nicht. Und auch ihr Newsletter möchte ich euch ans Herz legen, den könnt ihr ruhig mal abonnieren, da kommen immer nützliche Blogbeiträge, wie zum Beispiel der mit der Heldenreise. Annika hat übrigens auch einen Ratgeber rausgebracht, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Da ist er. Sei ganz du selbst. Also wenn ihr schon übers Schreiben und Veröffentlichen hinaus seid, wenn ihr das schon alles wisst oder glaubt alles zu wissen, dann geht es natürlich auch ums Thema Marketing oder aus euch selbst eine Marke zu machen. Und da könnte dieses wunderschöne Buch, das könnte dann das Richtige für euch sein. Die Infos dazu verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox, damit ihr das alles schön kaufen könnt. Das ist auch kein bisschen manipulativ, was ich hier mache. Oh, da fällt mir noch eine tolle Seite ein. Und zwar geht mal auf Schreibwahnsinn. Das ist eine ganz tolle Seite mit nützlichen Blogbeiträgen für Autorinnen und Autoren. Und natürlich, wenn ich sage, dass ich das mag, bedeutet das, dass das leicht verständlich und gut strukturiert ist. Ganz klar, ganz wichtig. Die Kolleginnen, die dahinter stehen, das sind Laura Kneidl, Bianca Iosivoni und Kim Nina Ocker. Am besten abonniert ihr direkt den Newsletter, dann bekommt ihr die Blogbeiträge direkt in die Mailbox und dann könnt ihr auf eure Bücher draufschreiben, dass die von glücklichen, freilaufenden Autorinnen und Autoren geschrieben wurden. Zum Schluss möchte ich euch eine Autorin noch ans Herz legen, das ist Diana Hillebrand. Diana gehört definitiv zu den Autorinnen, die ihr Wissen teilen und so wie ich das wahrnehme, tut sie das auch gerne. Sie schreibt Fachartikel für die Federwelt und sie gibt auch Schreibseminare. Und ich weiß, wovon ich da spreche. Ich bin extra von Köln nach München gereist, um an einem Seminar von Diana teilzunehmen. Und das habe ich definitiv nicht bereut. Das war es absolut wert. Und ich bin 5 Liter schlauer nach Hause gegangen. Was ich ganz toll finde an Dianas Seminaren, da steht immer so ein riesiger Tisch und auf dem Tisch liegt ganz viel Fachliteratur übers Schreiben und Veröffentlichen. Und das ist immer ganz cool, weil als Teilnehmerin oder Teilnehmer kann man dann hingehen und kann da durchblättern und mal reinschmökern und so. Weil, sind wir mal ehrlich, es gibt mittlerweile schon einige Ratgeber, die man lesen kann, aber man schleicht dann auch manchmal so um das Buch rum, weil, ist mir das Geld das wert, das Buch jetzt zu kaufen? Und deswegen finde ich es ganz cool, dass Diana das wirklich dann, also diese Bücher da hinlegt und man kann dann mal reinblättern. Also da liegt zum Beispiel das Handbuch für Autorinnen und Autoren oder was mir zum Beispiel aufgefallen ist, da habe ich dann direkt drauf geguckt, da liegt auch dieses Fachbuch fürs Vorlesen, fürs Stimm- und Sprechtraining von Michael Rossier. Das ist mir sofort aufgefallen, dass das da liegt. Und ich finde das echt toll, dass Diana das macht, dass man so dann schon mal reinschmückern kann und dann entscheiden kann, will ich dieses Buch kaufen oder nicht. So, meine Lieben, und extra für euch hat die liebe Diana Hillebrand ein Paket geschnürt mit ganz vielen tollen Sachen, die ich hier jetzt verlosen darf. Den Inhalt könnt ihr gewinnen und ich zeige euch das jetzt mal. Ich habe hier zum Beispiel die Gesamtausgabe von Dianas Schreibratgeber, heute schon geschrieben, Band 1 und Band 2. Wenn ihr euch noch als Anfängerin und Anfänger empfindet, dann findet ihr hier drin alles, was ihr braucht. Da steht alles drin zur Figurenentwicklung, der Ort des Geschehens und besonders, Erzählperspektive gefällt mir besonders gut hier drin, das Kapitel, weil Diana die gleiche Szene genommen hat und es und die dann in verschiedenen Erzählperspektiven erzählt hat. Und da kapiert man dann endlich, wo der Unterschied und wo die Vorteile drin liegen. Also es ist sehr anschaulich, auch mit Übungen und alles, sehr empfehlenswert. Und dieses Gesamtpaket in einem Wert von rund 40 Euro könnt ihr jetzt hier bei mir gewinnen. Ach ja, das habe ich noch vergessen, euch zu erzählen. Diana hat jetzt nicht einfach nur ihre Bücher genommen und sie in ein Paket gepackt und mir geschickt. Sie hat die extra noch signiert. Ich zeige euch das gerade mal. Hier, einmal da. Und auch die zweite Ausgabe. Guckt mal.
extra. Das heißt, wer auch immer dieses Buchpaket gewinnt, bekommt eine signierte Gesamtausgabe im Wert von 40 Euro. Ich finde das stark. Im Paket von Diana lagen noch andere Sachen, zum Beispiel dieses wunderschöne Notizbuch mit einem ganz berühmten Zitat von Mark Twain. Ich lasse euch mal ein bisschen Zeit, das zu lesen. So. Ist ein Blanko-Notizbuch. So, aber sehr schön. Ich persönlich liebe ja Notizbücher, aber ich würde es halt wegen meiner Sauklaue niemals wagen, da reinzuschreiben und die so zu entweihen. Aber ich weiß, da draußen gibt es ganz viele Notizbuch-Fans und vielleicht könnte das was für euch sein. Und dann hat sie noch eins ihrer Kinderbücher dazugelegt. In diesem Buch geht es halt um den Tod, muss man so sagen. Und ja, unter euch sind ja sicher Lehrer und Eltern. Und vielleicht habt ihr euch schon gefragt, wie rede ich mit den Kindern über den Tod? Und das Buch könnte euch vielleicht eine Hilfestellung geben. Und ja, auch dieses Buch, ich zeige euch das mal, hat Diana signiert. Ist das nicht cool? Also, es gibt jetzt hier zwei Pakete zu gewinnen. In dem einen ist das und in dem anderen das. Ihr wollt bei dem Gewinnspiel mitmachen? Kein Problem. Ihr müsst mir nur dieses Video kommentieren und zwar entweder auf Twitter, auf Facebook oder auf YouTube. Da, wo ihr dieses Video in meinem Tweet, in meinem Facebook-Post oder halt auf YouTube, auf meinem Kanal findet, da schreibt ihr bitte in den Kommentar rein, für welches dieser beiden Pakete ihr in die Lostrommel hüpfen wollt. Das ist alles. Mehr müsst ihr nicht machen. Und wenn ich meine netten 3 Minuten habe, dann lege ich euch möglicherweise noch so ein paar Motivationsarmbänder rein. Da steht heute schon geschrieben drauf. Es gibt nicht mehr viele davon. Also ich glaube, ich habe hier wirklich die letzten. Und ja, möglicherweise rutscht mir das ein oder andere dann auch nochmal in das Gewinnerpaket rein, ne? Bei dem Gewinnspiel mitmachen könnt ihr bis zum Ende der Autorinnenzeit, und zwar am 31. Mai 2017, 18 Uhr. Danach ist aus die Maus. Danach gucke ich, wer hat alles kommentiert, den Tweet, den Facebook-Post und das YouTube-Video. Und dann verteile ich das in die Lostrommeln, je nachdem, für was ihr euch gemeldet habt. Doppelt melden gilt übrigens nicht. Ne? Ihr müsst euch schon entscheiden, für welches Paket ihr mitmachen wollt. Ich merke das. Ja, und dann wird ausgelost und dann werden die Gewinner benachrichtigt. So, ihr Lieben, fast vergessen zu erwähnen, aber natürlich ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Erfolg bei dem Gewinnspiel. Ich drücke euch ganz fest die Daumen. Also ich würde mich selber sehr über so ein Buchpaket freuen, aber wir sind ja hier nicht beim Literaturcamp in Bonn, wo ich meinen eigenen Namen ziehe, ne? Was mich auf jeden Fall freuen würde, wäre, wenn ihr die Kolleginnen, die ich in diesem Video genannt habe, mal auf ihren Webseiten besucht und euch mal anschaut, was die da zu bieten haben. Und ich kann euch sagen, das ist eine ganze Menge. Und ich bin auch sicher, dass es noch viel mehr Kolleginnen gibt, die ihr Wissen teilen, die ich vielleicht nicht kenne oder jetzt vergessen habe. Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Dann mache ich auch die Webseiten von denen ein bisschen unsicher und mache mich da mal schlau. Also lasst mir ruhig einen Kommentar da, wenn ich da irgendwen vergessen habe, was sicher der Fall sein wird. Und ja, dann schaue ich mich da mal um. Also macht's gut, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!